Sarah Ferguson in New York, überraschender für Harry und Meghan. Bisher hielt sich Sarah Ferguson, 63, ungewohnt diskret mit Kommentaren zum unübersehbaren Bruch zwischen den Sussexes und der königlichen Familie zurück. Doch im Zuge der Bewerbung ihres neuen Buches A Most Intriguing Lady ließ es sich offenbar nicht vermeiden, sich auf die ein oder andere Frage zu den Exil-Royals eine Antwort entlocken zu lassen. Noch vor wenigen Tagen äußerte sie sich im Gespräch mit dem britischen Telegraph zum Ausstieg von Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, aus ihren royalen Pflichten und ihrer Flucht in die USA. Nun forderte das amerikanische Publikum eine Einschätzung der früheren Schwiegertochter von Queen Elizabeth, 96. Die Herzogin von York nahm den Bühnenplatz bei ihrem Promotermin in New York ein und beantwortete gewohnt professionell nicht nur Fragen zu ihrer Neuerscheinung, sondern auch zur königlichen Familie. Wie schon bei einigen Gelegenheiten zuvor betonte die Ex-Frau von Prinz Andrew, 63, wie sehr sie ihre im September 2022 verstorbene Schwiegermutter schätzte und ließ es sich zudem nicht nehmen, ihren früheren Mann zu loben. Letzteres ein fast schon missionarisches Bestreben der zweifachen Mutter, die den Vater ihrer beiden Töchter Prinzessin Beatrice, 34, und Prinzessin Eugenie, 32, nach seinen öffentlich diskutierten Verstrickungen in den Epstein-Skandal und nach einer Missbrauchsklage offenbar gerne wieder in seinem Renommee steigen sehen möchte. Doch natürlich brannte auch der US-Klientel ein Thema unter den Nägeln: Wie steht Sarah zu Harry und Meghan? Das Paar, das inzwischen seit rund 3 Jahren in Kalifornien lebt, hat bei der britischen Verwandtschaft aktuell keinen Nagel im Brett. Diverse Interviews nach ihrem Exit aus dem königlichen Betrieb, eine Netflix-Dokumentation und die Prinzenmemoiren haben den Graben zwischen den Sussexes und der Royal Family vertieft. Zwar ist König Charles, 74, trotz massiver Angriffe über seinen Schatten gesprungen und hat Sohn und Schwiegertochter zu seiner Krönung am 6. Mai 2023 eingeladen. Ob die beiden jedoch tatsächlich dabei sein werden, ist bisher noch unbestätigt. Gastgeberin Samantha Berry tastete sich behutsam an das heiße Eisen heran und wollte von der Herzogin wissen, welchen Rat sie dem Paar sowie dem Prinz, 40, und der Princess of Wales, 41, geben würde hinsichtlich des öffentlichen Interesses an ihren Ehen. Ich denke, die beste Antwort darauf ist, sich wirklich durchzusetzen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Ich würde keinen Rat geben, sondern sagen, dass Taten lauter sprechen als Worte, erwiderte Sarah Fergie war eine Vertraute von Prinzessin Diana, 36, und ist sich sicher, dass die Verstorbene Stolz beim Anblick ihrer Kinder empfinden würde. Wie es auch Charles täte, Diana und ich, wir haben viel gespielt und hatten eine tolle Zeit. Ich habe das Gefühl, dass sie und auch der König sehr stolz auf ihre Enkelkinder und die Familie wären. Punkt. Ich denke, Vergebung ist der Schlüssel. Und während die Sussexes zwar eine offizielle Einladung zur Krönungszeremonie in der Westminster Abbey erhalten haben, aber noch unentschlossen zu sein scheinen, schaut Sarah wohl in die Röhre. Bei ihr ist offenbar noch keine Aufforderung hereingeflattert, bei dem historischen Ereignis Zeitzeugin zu sein. Doch die Royal nimmt die bisherige Vernachlässigung ihrer Person mit Humor. Nun, ich habe beschlossen, dass das Beste daran, Britin zu sein, eine Krönung ist, obwohl ich noch nie bei einer war. Ich denke, ich sollte eine Teestube am Ende der Auffahrt mit Fähnchen und Kuchen einrichten. Anführungszeichen. Sarah Ferguson ist im Jahr 1986 mit dem zweitältesten Sohn von Queen Elizabeth und Prinz Philip, 99, vor den Traualtar getreten. Das Paar hat die gemeinsamen Töchter Beatrice und Eugenie. Nach 6 Jahren ging es getrennte Wege. Bis heute sind die Ex-Partner befreundet und leben zusammen in der Royal Lodge auf dem Areal von Schloss Windsor. Verwendete Quelle: Mirror Co. Telegraph Co.